Bislang haben wir viel halt nur Breakdance gemacht. Und jetzt die Kombination in Duos mit den Mädels tanzen, macht schon Spaß. Die ganze Nacht geübt. Wenn ich nicht tanze, dann bin ich angehende Lehrerin. Also es geht um das Brückenbauen zwischen den Künsten, von Mensch zu Mensch, vom Mensch zum Stadtraum. Und ja, um einfach mal ganz viele Generationen zusammenzubringen und was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Und das in einem öffentlichen Ort, mitten in Erfurt, sodass es möglichst viele, viele mitbekommen. Ich bin Markus Horn. Ich bin freiberuflicher Schlagzeuger, wohnhaft in Erfurt und betreibe hier auch die Music Art School, eine Popmusikschule, die im Norden von Erfurt beheimatet ist. Das Projekt nennt sich 50-50 Dance and Drums und ist im Rahmen einer Ausschreibung, die Musik baut Brücken heißt, entstanden. Musik baut Brücken ist eine große Ausschreibung der Stadt Erfurt, um Kulturschaffende der Region zu vereinen. Und ich habe schon lange die Idee gehabt, mit der Tänzerin Esther Ambrosino eine Art Mammutprojekt zu machen. Ja, ich bin Esther Ambrosino und ich bin künstlerischer Leiter hier vom Tanztheater Erfurt. Und ich habe den Tanztheater Erfurt gegründet im 2007. Und ich habe angefangen mit Tanzprojekten zu machen und dann die Stadt hat sich gefreut, solche Projekte zu sehen und hat mich immer mehr gefordert und bin ich sehr froh dafür. Ja, ich und Markus haben ja schon andere Projekte zusammen gemacht und wir wollten was zusammen machen, das hat auch mit der Stadt zu tun, in Open Air und eigentlich mit Tanz und Musik diese Brücke zu überbrücken. Ganz viele Schlagzeuger treffen auch ganz viele Tänzer oder Tänzerinnen. Und dieses Projekt ist jetzt Wirklichkeit geworden, dank der Stadt Erfurt, die uns den Raum, den Platz und auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat. Dieser Beat, das er mir gibt, gibt auch die Kräfte von die Impulse von der Bewegung, dass es kommen. Und ich habe ein paar Improvisationen mit den Bewegungen gemacht und dann sind Teile von dem Bewegungsmaterial gekommen. Und ich habe auch mich sehr inspiriert als so Masse von Leuten, dass man jeden Tag sieht, aber dass die eigentlich nur eigenen Weg machen. Und jetzt wollte ich, dass diese Masse zusammenkommt. Es sind aber nicht alles Profis, es sind relativ viele Amateure, Leute, die einfach leidenschaftlich Schlagzeug spielen neben ihrem normalen Beruf und die sich ganz leidenschaftlich und mit viel Hingabe in dieses Projekt einbringen. Es gibt drei, das sind professionelle Tänzer von Tanztheater Erfurt, plus gibt es fünf Breakdancer, die nach der Stylistik. Das sind auch Profi-Breakdancer und die bekannt hier in Erfurt und deswegen wollte ich auch zusammenarbeiten. Und sonst, den Rest sind alle Leute vom Tanztheater Erfurt und das ist gemischt. Das Publikum ist für mich die Impulse für die Tänzer, weil wir wissen nicht, wenn jemand sich aushält da und guckt. Und deswegen die Tänzer, was ich versuche, die müssen so provokativ sein, dass das Publikum wirklich sagt, okay, ich bleibe hier und will ich das schauen, was da passiert.